Das Genussland Österreich lädt wieder zur kulinarischen Reise durch die Regionen. Am Traunsee wird im Bootshaus der kulinarischen Einfachheit auf Haubenniveau gehuldigt. Also wenn man das isst, dann ist das im Endeffekt Bohnen oder Fisolen mit Fisch. Große Opa, sage ich immer dazu. Niederösterreich, ein Land der Weine. Ein grüner Veltliner braucht nicht mehr, der Weinwein, der ist schon längst Kult. Der wächst einfach gut und deswegen muss man hegen und pflegen. Das mögen sie gern, wenn man sie wegkraut. Ja. Und Streicheleinheiten gibt es im Tiroler Ötztal auch für den Gaumen. So, da. Hoch über Sölden thront die Almwirtschaft Gampe-Theier. Die Naturhütter wurde von Jakob Prantl ins kulinarische Himmelreich geführt. Doch es war kein leichter Aufstieg. So wie ich da angefangen habe bauen, habe ich von der Gletscherstraße da drinnen die Baumaterialien alle auf den Buckel herausgetragen mit der Kraxe. Wenn man da am Tag 15, 20 Mal da herausgeht, nachher schätzt man das auch anders. Weltberühmt im Ötztal ist der Hüttenwirt für sein Almfrühstück. Kredenzt wird Deftiges aus der Region. Der Käse, das ist ein Almkäse, den wir im Sommer 2016, also in 100 Tagen da heroben gemacht haben. Wir verarbeiten ca. 20.000 Liter. Und der Käse, der wird alle da heroben vermarktet. Also es kommt kein Käse ins Tal hinunter. Die Kaminwurzen, die gehören auch dazu. Da ist wiederum aus unserer eigenen Landwirtschaft. Also wir haben hier das Tiroler Grauvieh. Das ist der Bauernbutter, den wir wiederum von drei Bäuerinnen aus dem Tal beziehen. Und der kommt aus dem Ventertal, also von 1900 Meter ist das. Das ist ein getrocknetes Rind, das wird gebeizt und nachher wird es luftgetrocknet. Und das kommt auch bei uns beim Frühstück und auf dem Renten drauf. Pommes frites, Cola und Co. sucht man hier vergeblich. Liebe und Hingabe stehen hingegen bei der Speisenzubereitung im Mittelpunkt. So auch beim Kaiserschmarrn. Was natürlich nicht fehlen darf, das sind Eier von glücklichen Hühnern. Das heißt auch, dass wir uns ein bisschen in einer Grenzzone bewegen, weil da kein Stempel drauf ist. Aber ich weiß, wo die Eier herkommen. Und deswegen gibt es da auch einen guten Kaiserschmarrn ab. So wichtig ist, dass man den nicht zu viel zerschlagt, sondern dass man das nur darunter zieht, also die Eier. Und nachher ist noch das Nächste, dass wir ein ganz gutes Butterschmalz nehmen. Und das nicht zu wenig. Wir haben ja alle Sportler bei uns. Im Winter die Skifahrer, im Sommer die Radlfahrer. So, und jetzt also ich glaube, dass er besser auf dem Holzofen schmeckt. Wenn es so wäre wie vor 40 Jahren, nachher würde ich es auf dem Holzofen alle Kaiserschmarrne machen. Heute natürlich geht es nicht mehr, weil der Gast einfach zu wenig Zeit hat. Obwohl, auf Inserhütte müssen wir sagen, hat er doch noch Zeit, weil er da sieht,
dass es noch alles frisch gemacht wird. Und sind wir eigentlich sehr dankbar, dass wir solche Gäste haben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir ganz da umkehren. Also das heißt wenden. Das ist ganz wichtig, weil nachher ein guter Kaiserschmarrn, der sollte Minimum 6-mal gedreht werden. Was nachher natürlich ganz gut ist, das ist, wenn man ihn flambiert. Mit einem österreichischen Rum. Soda. Der gelernte Zimmermann Jakob Prantl hat seinen urigen Kulinarik-Tempel mitten im Skigebiet von Sölden in Eigenregie aufgebaut. Dass hier regionale Speisen wie die Marende, tirolerisch für Jause, eingezetteltes Kraut oder Speckknödel serviert werden, hat einen einfachen Grund. Weil ich ein Versprechen abgegeben habe gegenüber meinem Vater, wie ich den Hof übernommen habe, habe ich ihm versprochen, dass ich den so weiterführe. Die Leute am Anfang waren natürlich nicht begeistert. Die haben mir auch den Tod erklärt, dass ich das Konzept niemals durchbringen werde, also vor 20 Jahren wieder angefangen habe. Mittlerweile natürlich sind wir voll im Trend. Und auch bei den Getränken gibt es keine Kompromisse. Wenn es kein Cola gibt, die das wollen, sollen auf die anderen Hütten gehen. Und bei mir gibt es einen Himbeersaft, gibt es einen Holundersaft. Und was bei uns natürlich ganz gut geht, das ist der Grantensaft. Granten heißen die Preiselbeeren im Ötztal. Dort unten im Tal ist im Winter auch das Grauvieh von Jakob Prantl und freut sich, wenn der Chef da ist. Das mögen sie gern, wenn man sie wegkrault, ho? Ja. Ho? Ja. Der Stall ist für jedermann offen, der sich benimmt, wie sich's für einen Stall gehört. Die Beziehung zu der Kuh nachher, das ist, was die gehört zur Familie. Das ist, jedes Kalb hat einen Namen, jede Kuh hat einen Namen, das ist sowas, wenn's eine große Familie. Und da natürlich ist das nicht nur, dass man den Bauch voll hat, sondern das Lebensmittel, das schätzt du nachher auch ganz anders. Weil du weißt, von der Kuh ist das, was sie jetzt ist. Die Naturschönheit des Traunsees bietet auch die Kulisse für den Feinschmecker-Aufsteiger in Traunkirchen. Im Restaurant Bootshaus veredelt Küchenchef Lukas Nagel vor allem frische Seefische auf Haubenniveau. Traunkirchen ist eine Halbinsel von drei Seiten vom See begrenzt und hinten sozusagen der Berg. Da spielt natürlich das Wasser und die Fischerei und auch eben das Fischeressen eine große Rolle. Es war schon immer so da in Traunkirchen. Traunkirchen hat Tradition, zu Land und zu Wasser. Bootshausbesitzer Wolfgang Gröller gleitet deswegen gerne in seiner Freizeit mit einer Zille über den Traunsee. Beinahe so elegant wie die Gondolieri in Venedig. Ja, aber die singen schöner wie wir. Im Prinzip ist dasselbe, nur in Venedig waren es immer Transportschiffe für die Menschen, ja, und sehr elegant. Und bei uns war es immer Arbeitsschiff. Ne? Viel Arbeit hat der Hotelier auch in die Kulinarik der Halbinsel am Traunsee gesteckt. Fein essen, gut essen, es kostet einen Haufen Geld. Aber das ist gut angelegt. He? Große Opa, sage ich immer dazu. Wie jeder Koch liebe ich natürlich die einfachen Dinge und so auch einfach einen Fisch mit Butter. Also es gibt eigentlich grundsätzlich nichts Besseres mit einer flüssigen Butter, einen guten, frischen, gebratenen Fisch. Und
Da haben wir uns halt gedacht, ja, jetzt ist gerade Bohnenzeit, Schlangenbohnen und Fisolenzeit. Die passen wiederum auch perfekt mit Butter. Und das hier will man einen Traunbarsch mit Schlangenbohnen, mit Marillen, ein bisschen mit Ingwer, da ist wieder ein bisschen dieser internationale Touch, weil ich liebe eben solche Gewürze. Dazu gibt es nur eine flüssige Butter, aromatisiert wie ein Chiliöl. Klein in der Größe, aber oho im Geschmack, gibt sich der Traunbarsch. Entsprechend schonend muss er zubereitet werden. Also wir braten ihn nicht, vor allem für dieses Gericht, eigentlich mit diesen subtilen Aromen von der Butter und von den Fisolen, ist es einfach ein zu intensiver Geschmack, würde ich den braten. Man sieht es, also es bratet nicht wirklich, sondern es gart eigentlich. Mut zur Einfachheit der Zutaten bedeutet, dass sich die Aromen voll entfalten können. Also wenn man das isst, dann ist das im Endeffekt Bohnen oder Fisolen mit Fisch. Und die Marille gibt eben diese gewisse Süße und das Fruchtige. Der Schildampfer gibt die Säure, das Knackige von den grünen Haselnüssen und natürlich einen gewisser exotischer Kick durch diese Butter ist natürlich dabei. Aber das ist ganz klar so gewollt für mich. Das widerspiegelt natürlich das, was wir da machen. Wir verwenden rare Produkte aus der Region und versuchen sie so unverfälscht wie möglich auf den Teller zu bringen. Wir geben dem Ganzen nur ein bisschen einen Kick, aber im Endeffekt sind die Bauern sozusagen und die Produzenten eigentlich das Star. Hotelier und Gastronom Wolfgang Gröller kann mit seinem Kulinarikprojekt zufrieden sein. Innerhalb von 5 Jahren hat er den Traunsee und Traunkirchen wieder auf die Gourmet-Landkarte gebracht. Im Weinviertel haben Rebsorten mit regionaler Geschichte eine besondere Bedeutung. Deswegen hat man die Herkunftsbezeichnung Districtus Austriae Controllatus, kurz DAC, ins Leben gerufen. Das Weinviertel war das erste Gebiet, das DAC-Status eingeführt hat. Es ist mittlerweile 15 Jahre her. Es gibt mittlerweile 9 DAC-Gebiete in Österreich, 5 in Niederösterreich mit Kamptal-DAC, Kremstal-DAC, Dreisental-DAC, Weinviertel-DAC natürlich. Weinviertel-DAC steht für die Rebsorte Grüner Veltliner, der auch von Winzer Hans Setzer angebaut wird. International hat der Grüne Veltliner einen sehr tollen Stellenwert aufgrund seiner Eigenständigkeit. Man findet ihn in Top-Lokalen, 3-Michelin-Sternen in Amerika, Napa Valley zum Beispiel, New York, aber auch in Asien, in tollen Lokalen. Rund 1000 Winzer sind im Weinviertel darum bemüht, DAC-Weine zu kreieren. Das Weinviertel erstreckt sich von Hohenwart bis Retz, von Gensendorf bis Poisdorf in den Norden hinauf und ist ein sehr weitläufiges, großes Gebiet, aber dadurch auch mit Abstand das größte Gebiet, wo grüner Veltliner angebaut wird. Das Terroir spielt in der Ausprägung der Weine eine wesentliche Rolle. Diese Lage hat besonders kalkreichen Boden und der wirkt sich auf die Trauben sehr intensiv aus, indem er die Mineralik des Bodens sehr deutlich und klar in der Traube speichert und somit auch in unserem Saft und dann auch in dem Wein. Das Spezielle hier im Weinviertel für grünen Veltliner sind ganz einfach die pfeffrig-würzige Note, die diese Rebsorte ins Glas bringt. In der Höheren Bundeslehranstalt für Weinbau in Klosterneuburg wird der grüne Veltliner genauestens analysiert.
Ja, der grüne Veltliner ist eine sehr interessante Sorte, kann ganz unterschiedliche Charakterzüge ausprägen. Einerseits kann er sehr viel vom Boden mitnehmen. Da kennen wir zum Beispiel die Veltliner aus der Wachau, aus dem Kremstal, die dann sehr mineralisch sind. Die haben dann sehr viel Elemente, Kalium, Magnesium. Andererseits kann er aus dem Lösch und aus dem Weinviertel das Pfefferl mitnehmen. Das analysieren wir hier beispielsweise. Das ist das Rotundon. Das ist die Leitsubstanz für den Pfeffer. Die hat man in australischen Weinen gefunden. Und jetzt finden wir sie auch in unseren grünen Veltliner. Der grüne Veltliner ist mit ca. 12.000 Hektar die bedeutendste Rebsorte Österreichs und ungefähr 36% der Rebfläche. Ganz wichtig als Leitsorte Österreichs, als unser Aushängeschild. Was interessant ist auch noch, dass man erst vor ganz kurzer Zeit die Genetik dieser Sorte aufklären konnte. Es ist also wie viele andere Sorten ein Traminer-Abkömmling mit einer St. Georgen-Rebe. Natürliche Kreuzung vor ein paar hundert Jahren. Auch das Kremstal hat eine kontrollierte DAC-Weinbauregion. Hier baut auf Steillagen die Winzerfamilie Preudel ihren grünen Veltliner an. Wir sind jetzt 10 Generationen da. Somit ist das Wissen immer weitergegeben worden. Und man kennt wirklich jeden Stock, jeden Stein. Du kennst jeden Ost. Du weißt, wo die Rehe herumliegen, du weißt, wo die Hosen herumflitzen. Und das macht das Wissen irrsinnig einfach für mich natürlich, weil ich kann weiter aufbauen drauf und kann es nur weiter verfeinern. Die Steillagen rund um den Senftenberg lassen das Besondere im Wein zu. Doch vor allem ist es harte Arbeit, in den bis zu 60 Grad steilen Lagen Wein anzubauen. Es ist besonders arbeitsintensiv. Das heißt, man muss alles mit Hand machen, es gibt keine Maschinen, es gibt keine Geräte, was man verwenden kann. Teilweise muss man sogar sprengen, sogar teilweise mit Hydromassel von dem Bagger vorbaggern, damit man überhaupt irgendetwas einsetzen kann. Und dann wird es schwierig, dass überhaupt einmal etwas wächst. Teilweise dauert es über Jahre, dass die Pflanze Wurzeln bildet und eben so stabile Wurzeln bildet, damit der Stock eben auch gut wachsen kann. Patrick Preudel bringt den Unterschied zwischen Ebene und Steillage folgendermaßen auf den Punkt. Ich habe einen Lieblingslehrer gehabt, der hat immer gesagt, in der Ebene brauchst du ca. 300 Arbeitsstunden pro Jahr, dann hast du das halbwegs im Griff. Kommst du auf die Steillagen, natürlich kommst du davor, wie steil sie ist. Wenn du richtig steil sprichst, sprich wie hier 60-70%, dann, oder 60-70 Grad, dann kommst du bis 1200 Stunden und das ist natürlich extrem arbeitsintensiv. Und warum tut sich der Winzer das an? Das ist eine gute Frage. Es ist so interessant, auf Steillagen Wein zu produzieren, weil es eben so schwierig ist. Es macht es interessant, die Weine werden extrem verändert durch diese Lagen. Sie werden ein bisschen reduzierter, das ist aber im positivsten Sinne. Das heißt, sie werden mineralischer, kriegen eine irrsinnige Würze und Feinheit, was man auf einem groben Boden niemals kriegt. Es steckt aber auch die Leidenschaft und die Winzerliebe dahinter und deswegen machen wir das. Auf den rund 2300 Hektar Rebflächen im Kremstal werden von Senftenberg bis Stratzing DAC-Weine angebaut. Das DAC steht für Distriktus Austriaca Controllatus, das heißt gebietstypische, herkunftsbezeichnete Weine. Das heißt, wenn du einen Wein aus Kremstal trinkst, dann kommt er aus dem Kremstal. Auch das Terroir ist ein ganz besonderes. Es ist so, dass Senftenberg auf der 2 Kilometer Luftlinie 5 verschiedene Verwitterungsgesteinsformationen hat. Das geht los vom Braunsit von hier bis zu Amphibolit beim nächsten Berg, geht bis über Baragneis, bis über Schiefer, die verschiedensten Böden und die geben jedem Wein ein komplett eigenständiger Ort. Und wie duftet und schmeckt grüner Veltliner? Der grüne Veltliner ist ein Wein, leicht fruchtig bis ganz hinauf, wirklich in die ganz kräftig üppige Version, schon fast burgundisch. Aber hier haben wir, Sie sehen schon, es ist eine leichte, hellere Farbe, also eher was Frischeres im Glas. Und in der Nase, wie erwartet, finden wir hier auch den grünen Apfel, dann vielleicht ein bisschen am Granny Smith, ein bisschen einen Golden dabei. Die Birne, die hellen Blüten, ganz leichte,
Anklänge sogar ein bisschen Ananas sticht sich durch. Dann haben wir auch Zitronenmelisse und auch schon eine ganz leichte steinige Note. Und am Gaumen, das Erste, was wir merken, Grüne Mettliner, ist eine Rebsorte mit schöner Säure. Schöne, frische, knackige Säure, die wunderschön den Gaumen hinuntergeht. In Sölden im Ötztal wird nicht nur auf der Alm geschlemmt, sondern auch im Tal dem Steak gehuldigt. So, Brot für Tisch 5 geht raus, bitte. Micky, eine Zwiebelsuppe Vorspeise. So, Beilagen hänge da vorne hin, Micky. In Joes Höhle hat sich Küchenchef Thomas Falkner ganz den Edelteilen der Rinder dieser Welt verschrieben. Und natürlich auch den Beilagen. Jetzt haben wir zweimal Lady Steak. Das ist ein 150 Gramm Steak vom Filet. Und dann haben wir zweimal das Flat Iron Steak. Eben vom australischen Wingham Rind. Das ist normal übereinander. Und das wird dann längs aufgeschnitten. Und da müssen die Fasern dann wirklich gut rausgetrennt werden, dass es auch wirklich zum Kurzbraten geeignet ist. Das lasse ich jetzt einfach da liegen, dass er ein bisschen Zimmertemperatur kriegt. Dabei bereite ich die Lady Steak schon vor. Der Küchenchef widmet sich seit Jahren den Steaks. Entsprechend groß ist das Wissen von Thomas Falkner über die besten Stücke für Steak-Liebhaber. Also angefangen mit unserem 900 Gramm Flanksteak vom Black Angus. Also der ist eigentlich ein klassischer Schnitt aus dem Bauchlappen. Wird auch Barrette Steak genannt. Dann haben wir da das Flat Iron Steak, das eben aus dem Schulterscherzel geschnitten wird. Ist vom australischen Wingham Beef. Da haben wir die Filetgeschichten mit 320er, 250er und 150 Gramm Steak. Plus ist andere Code, die kommen alle vom deutschen Simmentaler Rind. Dann haben wir noch ein Ribeye vom Wagyu. Das Wagyu ist australisches Blackmore Wagyu. Ist der einzige Züchter weltweit, soweit ich weiß, der 100% Wagyu außerhalb von Japan züchtet. Dann haben wir noch das Ribeye. Das ist auch Dry Age vom Black Angus Beef. Das ist der Teil, was wir von der restlichen Welt haben und unsere heimischen Steaks. Eben das Club Steak, Steamed Steak mit 600 Gramm und dann mein absoluter Favorit, das Butterhouse Steak mit 1250 Gramm. Alle dry aged. Das heimische Rind hat den besten Platz in der Auslage der Reifekammer. Da haben wir zwei Calvin-Schossen drinnen hängen. Also Schosse ist der halbe Rücken vom Rind. Und das lassen wir dann 5 Wochen da trocken reifen. Und dann wird es eben in den verschiedenen Cuts aufgeteilt. Eben da haben wir oben angefangen mit dem Ribeye. Dann geht es weiter zu den Clubsteaks. Dann fängt das Filet schon langsam an. Das heißt, da schneiden wir ungefähr 6 bis 7 Divons noch raus und zum Schluss dreimal noch die Porterhouse. Und somit haben wir die ganze Schoss eigentlich ideal verwendet. Porterhouse ist weltweit, denke ich mal, der größte Steak-Klassiker, den es überhaupt gibt. Beim Porterhouse sind eine Dicke von ca. 6 cm und ein Gewicht ab 1000 Gramm übrig. Deswegen ist das Porterhouse einfach perfekt für 2 Personen. Und man hat 2 verschiedene Teile Fleisch, eigentlich eben das Entrecote oder die Beiräte und ein Stück Filet. In jeder Metzgerei persönlich, wo ich das Fleisch her habe. Ich habe 3 verschiedene Metzger eigentlich, wo ich es beziehe. Ich war da überall persönlich und habe mir die Umstände angeschaut, weil ich bin jetzt nicht Robotierschützer natürlich, sonst hätte ich kein Steakhouse, aber ich sage, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema überhaupt in Zukunft. Und auch deswegen habe ich auch zum Beispiel das Barrette Steak auf der Karte, ein Flat Iron Steak auf der Karte, weil das alles Sachen sind, die man genauso kurz braten kann. Und für Steak werden ja normal wirklich nur vom Rücken und unten ins Filet die perfekten Gusto-Stückchen rausgenommen. Und da verwertet man halt das Tier auch ein bisschen besser, sage ich in dem Moment.